Servus zusammen. Der letzte Tag am Rhein bricht an, beziehungsweise der vorletzte. Morgen haben wir noch Abbautag. Und wir fahren jetzt erstmal nach Brei im Frühstücken. Und weil wir haben leider nichts mehr hier. Wir haben gestern irgendwie vergessen einzukaufen bei dem ganzen Stress. Aber egal, wir fahren jetzt schön frühstücken. Hier gibt es echt einen tollen Bäcker. Und dann geht es weiter in Richtung St. Goarshausen, beziehungsweise St. Goar. Da setzen wir mit der Fähre einmal über nach St. Goarshausen und dann geht es dort oben hoch zu Lorelei und dort befindet sich die Sommerrodelbahn. Sind wir letztes Jahr schon gefahren, war eine echt coole Sache und da das Wetter heute, wie ihr das ja schon seht, richtig super wird, sollen heute bis 25 Grad werden, ist das natürlich ein toller Ausflug heute, auch für Henry und überhaupt für die Kinder und Familien, können wir euch wirklich empfehlen. Und wenn wir da fertig sind mit der Sommerrodelbahn, dann geht es weiter auf derselben Rheinseite bis nach Rüdesheim. Und in Rüdesheim wollen wir nochmal mit der Seilbahn hochfahren zum Niederwalddenkmal. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Das ist so der Plan. Sam darf auch wohl mit in die Seilbahn. Ich bin gespannt. Kostet hin und zurück 10,50 Euro, meine ich. Und Einzelticket kostet 6,50 Euro. Wir überlegen uns das spontan vor Ort, ob wir hoch und runter fahren oder ob wir nur hochfahren und runterlaufen. Das müssen wir dann mal sehen. Auf jeden Fall nehmen wir euch damit hin. Wünschen euch viel Spaß beim Video und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind wir schön frühstücken bei Hofer in, ist das Brei, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Nein. Und dann geht es weiter nach Boppard, Eltern abholen und dann nach St. Goar. Prost, Henry. Ja, Frühstück war super lecker, wie immer. Also ich kann es euch hier noch mal kurz zeigen. Da vorne, da ist Hofer. Richtig guter Bäcker, also wirklich richtig, richtig super. Waren wir jetzt schon öfters und kann man nur empfehlen. So, ich warte jetzt, bis Sarah weiter, bis Sarah wieder da ist aus dem DM. Die wollten noch eben ein paar Hustenbonbons holen, weil Henry am Husten ist. Ohne Ende. Und dann geht es auch weiter in Richtung Lorelei. Ja, so, jetzt sind wir wieder da, hier auf der anderen Seite, von St. Goar nach St. Goarshausen, da legen wir jetzt gerade an. Wir haben bezahlt 8,30 Euro. Zwei Erwachsene, ein Kind, Hund ist kostenlos und das Auto. Ja, schnellste Möglichkeit, hier eben drüber zu kommen und da oben ist auch gleich schon die Lorelei. Jetzt fahren wir zur Sommerrodelbahn hoch. Coole Sache mit der Fähre hier. So, weiter geht das. Da sind wir auch oben schon an der Lorelei. Hier ist das Besucherzentrum, hier ist ein Restaurant, Besucherzentrum und da geht es zur Lorelei hoch. Und da oben ist die Rodelbahn und da, wo Sarah jetzt steht und Henry, haben wir leichten Polizeieinsatz. Wir werden es überleben. So, jetzt erstmal alle Pipi-Kacker machen und dann geht es zur Sommerrodelbahn. Sarah und Henry sind schon auf der Sommerrodelbahn drauf. Wir haben ein Kombi-Ticket, drei Erwachsene, drei Kinder können dann fahren. Oder ne, drei Erwachsene, halt drei Kinder einzeln. Kostet 16 Euro. Also coole Sache. Jetzt fahren die erstmal eine Runde, mal gucken, wo die gleich ankommen. Wir müssen mal gucken, ob wir gleich auf der Bahn auffilmen können. Haben jetzt keinen Brustgurt mit oder so, aber wir schauen mal. Ist auf jeden Fall echt cool und bei dem Wetter sowieso. Ja, komm, Gas! Ja, oh mein Gott! Es geht sogar durch einen kleinen Tunnel. Da fahren sie. Miau! Ist auch nicht gerade kurz, die Bahn. Also ist wirklich tolle Sache. Also für die Kids und so, richtige Empfehlung. Ah.
Hier könnt ihr es jetzt noch mal schön sehen. Direkt hier unten am Rhein entlang ist der Campingplatz von St. Goar. Also beziehungsweise das ist die Seite von St. Goar, das ist St. Goarshausen und hier geht es halt auch hoch zur Lorelei. Also auch wirklich ein ganz, ganz toller Campingplatz, direkt am Rhein gelegen. Könnt ihr den ganzen Tag Schiffe gucken und ja, vom Bahnhof aus hier die Gegend erkunden. Ne? Mit dem Ticket könnt ihr sicherlich auch Bus und Bahn fahren. Also richtig, richtig cool. Waren wir auch noch nicht, werden wir, denke ich mal, auch noch mal hinfahren. Müssen wir mal gucken, wann, wie und wo. Erstmal haben wir Rhein jetzt dieses Jahr fertig, vielleicht im nächsten Jahr. Da sind wir auch schon am Niederwalddenkmal angekommen. So, wir haben uns jetzt mal überlegt, wir fahren nicht nach Rüdesheim rein, sondern parken jetzt mal hier direkt am Niederwalddenkmal. Kostet 4 Euro für den ganzen Tag und wir können dann von hier jetzt gleich mit der Seilbahn runterfahren nach Rüdesheim. Gehen dann eine Runde durch Rüdesheim, ein Eischen essen und dann fahren wir mit der Seilbahn nachher wieder hoch und sind dann hier ganz schnell wieder weg, weil in Rüdesheim bei dem Wetter Ausnahmezustand. Und jetzt gehen wir erstmal da den Weg entlang zum Niederwalddenkmal. Und hier ist auch das coole Niederwalddenkmal. Mega Wetter. Und da könnt ihr auch schon sehen, was ein Ausblick. Richtig cool. Einfach herrlich, dieser Ausblick. Also Leute, das ist der Hammer. Und voll ist es. Also wenn ihr gut zu Fuß seid, könnt ihr natürlich auch, jetzt geht es ein bisschen schneller, schön durch die Weinberge wandern. Na, also ihr könnt wirklich von hier oben komplett durch die Weinberge runter bis nach Rüdesheim laufen. Aber hier, da kann man es auch schon sehen, da fährt die Seilbahn entlang und die geht halt wirklich direkt bis ins Zentrum von Rüdesheim. Und da gehen wir jetzt hin und die nehmen wir. Tür zu, jetzt sitzen wir in der Seilbahn, jetzt geht's runter. Da sitzt Sarah mit dem Hund, also der Sam, der darf mit. Wir haben bezahlt für Berg runter und Berg rauf plus Kind, Hund ist kostenlos, 23 Euro. Und jetzt geht's ab hier. Hui! Bei dem Wetter natürlich echt herrlich. Jetzt gucken wir mal, es gibt ein paar Eindrücke von der Talfahrt und dann sehen wir uns unten wieder. Da sind wir schon unten in Rüdesheim. Nur noch ein paar Stufen runter. Und da sind wir dann schon mitten in der Innenstadt von Rüdesheim. So, wir gehen jetzt Eis essen. We'll be right back.
Hier sind wir in der Drosselgasse. Boah, blendet die Sonne. Aber wirklich viel los ist hier nicht. Also hier ist gar nichts los eigentlich. Sieht man ja. Alles ruhig. Ja, war ein cooler Ausflug nach Rüdesheim, auch mit der Seilbahn und alles. Da können wir wirklich nur empfehlen. Temperaturen sind jetzt echt auf 29 Grad geklettert. Und ja, wir sind auch schon wieder raus aus Rüdesheim und warten jetzt gerade in irgend so einen Ort auf die Fähre. Lörrach heißt das Ort. Der Ort Lörrach. Ja, der Ort heißt Lörrach. Auf jeden Fall warten wir jetzt hier auf die Fähre. Und dann geht es gleich da hinten rüber. Da kommt sie auch, glaube ich, schon um die Ecke geschippert. Ich glaube, da ist sie. Da kommt sie jetzt um die Ecke. Schönes kleines Teil, die ist auch nicht so groß. Und dann fahren wir jetzt wieder rüber auf die andere Seite, weil die nächste Brücke ist irgendwo noch ein ganzes Stück hinter Rüdesheim und in der anderen Richtung ist die erst in Koblenz. Also was anderes außer Fähre kannst du eigentlich nicht nehmen, wenn du schnell rüber willst. Und ja, das machen wir jetzt. Mal gucken, ob die mehr kostet als die andere. Aber ich denke mal, die werden größtenteils alle dieselben Preise haben. Und ja, dann geht's jetzt drauf auf die Fähre. So ihr Lieben, das war unser Ausflug zu Lorelei und zur Sommerrodelbahn, nach Rüdesheim mit der Seilbahn und zum Niederwalddenkmal. Ist wirklich ein toller Tagesausflug, den ihr machen könnt hier vom Rhein aus. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen auf allen Kanälen, ihr wisst das ja mittlerweile. Und wir sind schon am Packen, weil morgen geht es ja jetzt zurück, dann ist unser Urlaub hier am Rhein leider zu Ende. Wir hatten bestes Wetter mal wieder und wer den Platz noch nicht kennt, verlinke ich noch mal unten in der Videobeschreibung den Rundgang. Dann könnt ihr euch den auch noch mal angucken. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Dann geht's zur Mosel. Adios, tschüss.